Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Es ist auf der Karte kleinen Hof mit den Fabi. Hallöchen. So, ich war kurz Fabis Fiat weg, wo er noch oben stehen gelassen hat. Und dann schwimmen wir es in den Drescher rein. Dann, ja. Und das hat der Fabi. Gar nichts. So, also gut. Doch, doch, ich kämpfe in den Wollpaletten. Oh, das hat keiner gesehen. Was? Nix. So. Da ein Spannung drum, da ein Spannung drum, da ein Spannung drum. Das heißt, ja, er kann langsam noch mitnehmen. Das war das nächste, aber ich wollte jetzt erstmal die Wollpaletten draufstellen, weil wenn ich jetzt die Eierkartons draufstelle und dann die Wollpaletten, Ja. das sieht dann nicht so geil aus. Raps brauchen wir für die nur zu verkaufen, oder? Ja, das war rein und allein, damit wir Geld machen. Weiß gar nicht, haben wir noch was anderes außer Raps? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, Nee, was hat auf. man gesagt, weil sich das nicht lohnt, weil wir eh, also in 6 Tagen, wenn dann Hafer bräuchten. Was wir jetzt halt voll vergessen haben, mit Unkraut frei zu machen. Das Neue. Ja. Feld Ja. 13. Passiert. Ja, und Feld kann schon übersehen. Ja. Übersehen. Übersehen, wenn. Ja. So, kannst du gleich Mist laden? Ich werde wohl mit Raschen. Ja, ich habe den trotzdem schon mal hier hingestellt, weil ich kann den jetzt nutzen, um die Eierpaletten von da hinten zu holen. Ich kann den dann hinstellen zum Mistladen. Darauf freue ich mich schon. Mist war. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, endlich mal was anderes, ne? Um 17 haben wir einmal Mist gefahren. Bis 5 Mal gefahren. Meine, war auch nur ein 6,5 Tonnen Steuer, ne? Ja, jetzt haben wir hier 20 Tonnen Steuer. Ja. Dafür nur 7 Tonnen Mist. Auf der Gamstelle war es genau umgekehrt. Haben genügend Mist gehabt, dann kleinen Steuer. Kein Geld, aber Mist. Und hier haben wir Geld, aber kein Mist. Ja. Wie breit macht denn der das an? 14,8 Meter ist Streu dein Ding. Das Gülle fast. Alter Junge, wie viel PS brauchen das? Das war da übrigens 180 PS. Ja, ich weiß. Habe ich auch gedacht, aber okay. Haben wir. Ja. Habe ich gedacht, ja, okay. Braucht halt 180. Der Fender 200, der Betag 210, der Valtra, ja, der hat 400. Der ist eh. Der wird es eh schaffen. Schon.
Lalalala. Ich verkaufe dann, glaube ich, doch mal. Ist der andere gerade aber voll? Nein, ich habe nur die Wollpaletten schon zweistöckig gelagert. 3.500 bringt Wolle gerade nur. Eben war es 4.500, Mann. Naja. Okay, komm. Weg mit dem Kram. Was ist irgendwie würde ich gerne von Kühe, Schafe und Hühner mehr Tiere haben. Ist halt so, aber etwas mehr Lagerkapazität müssten wir da noch voll machen. Also, brauchst du da noch Wies oder Ressourcenflaschen noch? Ah, das jetzt vielleicht nicht mehr, aber. Ach Quatsch, wieso fahre ich jetzt hier lang? Ich muss doch um euch hin. Also Pferde will ich nicht zwei kaufen, nicht eins da kaufen, weil. Nein, da würde ich nur so bleiben. Ja. Molkerei und Mühle. Und Spinnerei muss ich, Weberei. Da ist Mühle und da ist Weberei. Mühle, aber könnt über die Mappe. Fahre jetzt zur Molkerei und dann zur Mühle. Nee, Quatsch, Molkerei und dann zur Weberei. Mühle muss ich ja dann gar nicht mehr. Eier sind eh total overpowered. Wieso? 8.000 Euro pro Tonne. Ja, wow, ist in einem Karton 1000 Liter drin? Nee, aber wir haben 5 Kartons. Oh, ja. Also, wir müssen 8000 Euro bekommen, also. Oh, 57, so viel. Fabi. Ja. Was ist das mit 57? Nee. Ach, du musst es stimmlos vom Wo ist der Teleader ja Trigger? abladen. Wo ist der Trigger hier bitte? Es liegt mitten im Trigger. Jetzt musst du sogar schon Teleader abladen. Oh. Was, verkaufst du gerade Wolle oder was? Nee, nee, es sind nur Eier. So. Das war erstmal nur ein Vorgeschmack, Ossi. Okay, Abfahrt. Geht, 4000 hat es gar nicht gebraucht, oder? Nö, es hat nicht mal 3000, knapp 3000 gebracht, glaube ich. Jetzt Abfahrt. Komm, normales Licht machen wir nochmal an. Warte. Schuh, also, Es hat exakt 2.000 gebracht. Weil wir hatten eben 48.000 irgendwas. nö, 2630 hat's gebracht. Ja, oder so. Hoch, hier hinten geht's ja sogar hoch. Ich wusste gar nicht, dass die Map in 2 Etagen gebaut ist. Okay, ich war noch nie und habe Wolle verkauft. Ja, haben wir jetzt das zweite Mal gemacht. Hm? Erstmal. Nein, zweite. Ja, zweites Mal insgesamt, aber erstes Mal auf der Map. Nein. Ich habe auch schon Wolle verkauft auf der Map. Genau das, was ich erst bezwecken wollte, auf dem Trigger. Habe ich jetzt vor dem Trigger bezweckt.
Oh, 17.000. Das sind immer zwei Packs gewesen. Das ist jetzt eins. Und noch eins kommt. Na gut, 20.000, ne? 21.315, ja. Was denn, wenn, dann bist du so ein... Ich wollte gerade fragen, soll ich schon mal Mist laden? Ja, ja. Ja, Foto auf denn. Na, ja, genau. Du kannst Gülle fahren, ja. Wie viel ist denn da gerade drin? Eine Tonne. Eine Tonne. Fünf Tonnen kann ich dann fahren. Oder ich fahre mehr hin. Ja. Habe ich zwar letztes Mal auch schon komplett gemacht, aber egal. Mach das hat jeder schon komplett gemacht. Ja, glaube ich aber auch. Ja, ist die Wahl, mähen oder Gülle fahren. Ja, dann mähe ich erst und dann kann ich, glaube ich, auf die Wiese sogar Gülle fahren. Das ist dann fast sogar noch am effektivsten. Wirklich? Ich hätte mir gedacht, Feld. Ja, Tiere, naja, gut. Okay, das ist, da hast du auch recht, ja. Aber die Tiere brauchen Gras. Ja, klar. Gras damit düngst, kriegst du effektiver was da raus, kriegst du mehr aus den Tieren raus. Na, da hätten wir uns wenn maximal einen Schritt gespart für die Masse. Ah, Moment mal, warte. Wie viele Schafe haben wir jetzt eigentlich? 20. Toll. Moment. Hat er nicht irgendwas mit. 14 oder so. Hm. Die Sache ist, wenn wir jetzt Schafe mehr kaufen, ne? Hm. Wir brauchen 20.000 für den Streuer noch, dann hätte ich jetzt, wie viel dürfte ich ausgeben? 50. Ne, ich würde noch ein bisschen mehr behalten. Ja, noch 40. Sagen wir 40. Hm. Weil desto mehr wir an Wolle produzieren, desto besser. Ja. Wir bekommen ja gleich auch wieder Geld in den Raps, das ist auch wieder rein. Perfekt. Ich könnte gekauft habe, aber. Egal. Ich würde sie noch mehr kaufen, wenn im Raps vorher jetzt noch gleich reinkommt, dann Geld. Nur später. Ja, wir warten jetzt einfach erstmal. Also, jetzt so richtig viel. Hast du schon einmal abgebunkert? Ja, hab ich. Komplett voll, oder? Nee, 85% hatte ich einmal. Alter. Das ist doch nicht schon grün, oder? Ich bin gerade 3 Zentimeter gefahren, ich bin schon komplett grün. Also ist der Drescher auch. Nee, der Fendt ist ja eigentlich schwarz. Ja, ich weiß. Das ist ja richtig übertrieben. Okay, du kannst es noch auf leicht umschreiben, dieses Plugin. Was ist Plugin, diesen Mod? Dann wären nur die Reifen grün, glaube ich. Okay. Weil der Körper wird dann halt braun werden.
Das wäre dann, glaube ich, nicht ganz so schön. Aber Ossi. Seit das hast du dieses Video, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen vorbei, vorbei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.